Ja, herzlich willkommen wieder zu meinem neuesten Unboxing-Video und natürlich mal wieder ein Anime. Und zwar Zankaria Volume 2 auf Blu-ray in diesem Mediabook. Und ich habe euch schon gesagt, dass mir die Serie richtig gut gefällt und den Manga mir jetzt dann auch irgendwann mal holen will. Packen wir einfach mal das gute Stück aus und hier haben wir hier diesen Schuber. Da ist so ein riesen Klebeteil drauf. Ich hoffe, das kriegt man leicht ab. Probiere ich mal, ob man das abkriegt leicht. Und ja, bekommt man leicht entfernt. Und schwuppdiwupp ist weg. Was ist das? Achso, das ist innen drin. Okay, ist weg. Jetzt das Klebeteil. Tada, schon ist weg. Dann haben wir halt hier diesen Schuber. Und hier die ganzen Informationen, ne? Mit diesen Folgen. Da haben wir dann die ganze Information. Und ja, machen wir mal das gute Stück hier auf den Schuber. Machen wir mal weg. Legen wir mal daneben hin und holen mal das ganze Zeugs hier raus. Klappen mal den Schuber komplett auf, weil es ist ein übergängiges Motiv. Schaut nicht schlecht aus. Und dann schauen wir mal hier rein. Da haben wir einmal dann zu dem Volume 3, das ab März, oh, das kommt schon im März raus. Das geht ja echt zackig hier von Filmkonfekt. Das geht ja echt zack, 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 zack. Volume 3 ab März 2016. Ich denke mal Ende März dann. Und ja, ich freue mich schon. Dann habe ich den Anime wieder komplett. Da ist der Manga abgebildet. Mit allen... Nein, nicht mit allen Bänden. Band 11 ist hier nicht abgebildet. Genau. Ja, dann haben wir hier natürlich die beiden Sticker. Die Rea und der Babu. Dann haben wir hier die Blu-ray. Die Blu-ray, ne? Die Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray. Und dann haben wir hier wieder auch so ein übergängiges Motiv. Und natürlich das. Der, also das Mediabook. Da, natürlich ist das komplette Teil des Mediabook, sondern der Buchanteil. Ja, siehst du mal. Haben sie eigentlich sehr schick gemacht, diesen. Sieht echt gut aus, ja. Haben sie super gemacht, ja. Und dann das andere ist dann hier so festgeklebt. Und das war's dann auch schon wieder von mir. Mit dieser Edition, ne? Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer natürlich sage ich das, weil ich hoffe immer, dass es euch gefällt, was ich hier das mache. Und dass ihr euch einen Einblick mal gönnen konntet, wie das ungefähr ausschaut. Da innen drin ist noch so ein Teil, das nervt mich gerade. So. Und, ach ja, natürlich gibt es hier auch wieder, na, geht rein da, dieses kleine Rückenbildchen. Wenn ich dann das dritte Volume habe, kann ich euch das mal zeigen, wie das dann komplett ausschaut. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ich sage jetzt einfach mal Tschüss, ne? Tschüss.